Daniel Craig steht als 007 ja nicht mehr im Dienste der britischen Krone, steht fest. Wer aber der neue Bond sein soll, sein wird, ist noch nicht raus. Auf den Tag genau seit 60 Jahren haben verschiedene Darsteller nicht nur das britische Empire, nein, nicht mehr und nicht weniger als die Welt gerettet. 60 Jahre James Bond und ein Ende ist nicht in Sicht. Und das ist auch gut so. Mr. Bond. James Bond. Ein Bond mit vielen Gesichtern. Als erster jagt Sean Connery 1962 Bösewicht Dr. No über die Kinoleinwand und setzt Standards für die lässige Erscheinung des Agenten. Und ob macho oder vom Leben gezeichnet, seit 60 Jahren ist 007 nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, manchmal sind es die Bösewichte, die das so faszinierend machen. Dass man mal Einblicke hat in das Agentenleben. Ich glaube, das ist einfach so eine andere Welt, in die die Leute gerne eintauchen würden und der realistische Superheld. Der seit 60 Jahren seinen Martini geschüttelt und nicht gerührt trinkt, mit Ausnahmen. Bei dem die Frauen an seiner Seite mit der Zeit dankenswerterweise reifer, klüger und stärker geworden sind und bei dem die Autos bis heute der Inbegriff von Extravaganz und Coolness sind. Der Nachbau eines Aston Martin DB5 ist erst vor kurzem für mehr als 3 Millionen Euro versteigert worden. Und auch bei der Bond-Ausstellung in Wattenscheid, der wahren Geburtsstadt Bonds, darf der Morris Minor aus Thunderball nicht fehlen. Genauso wie die Bond-Filme in unserer Gesellschaft nicht. Bond-Filme sind schon Ikonen der Zeit jeweils gewesen. Wenn man sieht, die haben ja viele Darsteller hier weltberühmt gemacht. Auch Daniel Craig war ja vorher als James Bond, wurde er benannt oder so ein bisschen verspottet. Eher unbekannter Schauspieler in England. Also der wurde durch James Bond halt einfach weltberühmt. Und wer soll nach seiner Rente nun die Welt retten? Ja, ich glaube, es wird eine Jane Bond. Fast nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Frau wird. Ich glaube, Idris Elba könnte es werden. Nein, der ist nicht interessiert. Die Produzenten haben angeblich auch noch nicht weiter gecastet. Und wer auch immer es wird, der neue Bond steht ab sofort seit dem Tod der Queen wohl nicht mehr im Dienste ihrer, sondern seiner Majestät. Für die nächsten 15 Jahre. Ich glaube, wir sind drauf. Nee, wir haben gerade schon mal so im Vorgespräch mit Zuschauern und Zuschauern geklärt, dass wir beide auf jeden Fall nicht ansatzweise die Chance haben, James Bond werden zu können. Aber das kann ich Ihnen gleich noch mal erklären. Willkommen hier im Studio. Hallo Thomas. Vorhin mit Tatjana schon versucht, die Frage zu klären. Und das ist ja sehr subjektiv. Ne? Wer ist denn der beste James Bond? Wer ist er? Sean Connery. Das ist überhaupt nicht so bis objektiv allgemein. Also eigentlich objektiv, man könnte auch über Daniel Craig reden. Dazwischen war so up and down. Mhm. Grundsätzlich ist ja so, James Bond ist für jeden auch so ein bisschen Lebensbiografie. Der ist jetzt so lange, gibt es das schon, dass man, also es macht nicht jeder sein Leben in Filme gliedern. Ein bisschen tue ich das aber manchmal. Ja. Und ich weiß noch damals Roger Moore mit diesem Tauchauto, da war ich ein kleiner Junge, das habe ich dann hinterher als Modell bekommen. Insofern begleitet einen James Bond schon ziemlich lange und verändert sich natürlich, wird angepasst. Mal ist Kalter Krieg, dann sind sie in der DDR und mal ist irgendwie Weltraum, weil gerade Star Wars gedreht wurde gleichzeitig. Aber eigentlich zieht sich das so durch die Zeit und die Darsteller kommen und gehen und jetzt kommt dann bald jemand anders. Aber, ja, können wir gleich nochmal. Ja, aber Sean Connery war der Beste. Finde ich auch. Aber was macht denn das Ganze so tatsächlich erfolgreich, dass man 60 Jahre danach, so alt sind wir nur noch nicht, aber noch immer nicht genug hat und sagt, da kommt noch ein neuer und die Faszination nach wie vor da ist. Also es gibt ein Rezept, ein einfaches Bond-Baukastenmuster, das dann das jeder kennt und das dann angepasst wird. Also wir kennen alle diese Fahrgeräte, wir wissen, die Autos, diese Gadgets, das wird alles geschrottet. Im Laufe des Films werden wir Spaß daran haben, dass alles zu Bruch und kaputt geht. Es gibt einen Bösewicht, der hat immer irgendeine Form von Massenvernichtungsmittel. Also mal eine Atombombe, jetzt war es irgendwie Giftgas. Und es gibt natürlich die Frauen, mindestens zwei, also eine gute, eine böse und zu Hause ist Moneypenny. Also diese Struktur, wir wissen auch, dass das Böse nicht gewinnt, das beruhigt uns so ein bisschen. Diese Struktur wird dann immer verändert, auch mit den jeweiligen Moden, mit den jeweiligen Darstellern und auch jetzt natürlich auch mit der Art, wie man mit Frauen überhaupt umgeht. Das wollte ich eben gerade sagen. Auch das hat sich jetzt so nicht mehr. Nee, das wäre wohl der Klaps, der funktioniert wohl nicht mehr im Jahre 2020, 2022, 2024. Stimmt, da hat sich auch was geändert. Jetzt ist natürlich die große Frage, es wird weitergehen mit James Bond. Craig ist es ja nicht mehr, der ist raus. Nein, wir wissen nicht, ob er wirklich gestorben ist oder nicht, aber er wird es nicht mehr machen, schon deshalb, weil er ist jetzt zu alt. Daniel Craig ist zu alt für die Rolle. Nein. Doch, Daniel Craig ist zu alt. Roger Moore hat noch bis ins hohe Alter gespielt, aber das wollen sie nicht mehr. Und
Es gibt, der Produzent Michael Wilson hat schon angedeutet, wohin es geht. Also es wird ein Mensch sein, der zwischen 30 und 40 Jahre alt ist. Das liegt daran, dass man ihn ja auch verwerten muss. Wenn man jetzt einen neuen Bond kauft, dann muss der für die nächsten 15 Jahre gehen. Das heißt, ganz, ganz groß im Gespräch war ja immer Idris Elba. Mhm. Der ist so alt. 50 Jahre, da ist man dann deutlich drüber. Tom Hardy, also mein großer Favorit, ist auch zu alt. Es geht einfach nicht so. Das heißt, wir werden einige aussieben müssen. Mhm. Und ja. Ganz kurz, wir müssen ja ganz kurz noch eine Frage klären. Also hältst du es für wahrscheinlich, da ist ja spekuliert worden, gerade mit dem Abgang und dem wahrscheinlichen Tod von Daniel Craig als 007 im Dienste Ihrer Majestät, dass es ein Mädchen wird? Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Also tatsächlich ist es so, das Casting hat noch nicht begonnen. Okay. Also es könnte jetzt, aber wir sind zu alt. Wir brauchen uns nicht mehr zu alt. Das Casting hat noch nicht begonnen und in 2 Jahren soll der Dreh starten. Und es gibt die klare Ansage, wir müssen diese Figur komplett neu erfinden. Mhm. Insofern ist eine Frau möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich, weil Phoebe Waller-Bridges, die hat das Drehbuch für den letzten geschrieben. Das ging ja durch so eine Sexismuskontrolle noch, das Drehbuch. Und eine tolle Schauspielerin und Autorin. Und die hat gesagt, der kann ruhig sexistisch sein, nur der Film darf es nicht sein. Das heißt, man muss verstehen, dass er sexistisch ist. Ich glaube, in die Richtung läuft es. Thomas Fedder, danke schön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.